Herzlich willkommen. Ich freue mich, dass ihr so zahlreich erschienen seid. Ich zeige euch hier heute, wie man Damastmesser herstellt. Das Besondere an den Damastmessern sind die Maserungen in der Klinge. Die entstehen, wenn man zwei verschiedene Stähle im Feuer miteinander verschweißt. Das ist jetzt zum Beispiel den Rohstoff, den ich verwende. Das ist Werkzeugstahl. Davon verwende ich für den Damast zwei Stück, zwei verschiedene. Einmal ist ein Manganstahl drin und einmal ein Nickel. Ne? Die kriegt man heute so fertig zu kaufen. Jetzt haben wir hier Schmiedetemperatur. Wir liegen ungefähr bei 800-900 Grad. Jetzt schmiede ich das einmal flach, aber damit das nicht zu breit wird, kann man das Rohstoff auch wieder schmieden. Jetzt gehe ich mit dem Hammer hin und schlichte die Spuren, die hier drin zu sehen sind, die Wellen, nach einem normalen Hammer. So, jetzt habe ich den Ausgangswerkstoff für mein Damastpaket. Das, was ich jetzt ausgeschmiedet habe, wird dann eben halt in Stücke geschnitten. Daraus wird dann das Paket gemacht. Immer ungerade Zahlen, damit man in der Mitte eine Lage hat zum Schneiden. Und dann fange ich, das ist jetzt ein Manganstahl, das ist ein Nickelstahl. Dann wieder der Manganstahl, wieder ein Teil Nickel, einmal Mangan, einmal Nickel, einmal Mangan. So, das ist jetzt, woraus ich das Paket mache. Das müssen wir jetzt fixieren. So. Das hat man früher auch nicht gehabt. Ein Schutzgasschweißgerät. Da wurden die Pakete mit Draht zusammengehalten. So, und damit man das nachher schön handhaben kann, schweißen wir jetzt auch einen Stiel dran, sonst müssten wir mit der Zange hantieren. Jetzt ist das Paket fertig. Ne? Und jetzt tun wir das wieder ins Feuer. Jetzt haben wir ungefähr 1000 Grad erreicht. Jetzt kommt ein Pulver dabei. Und zwar nennt man das Borax. Das läuft dann zwischen diesen Spalten, die von den einzelnen Schichten sind, läuft das zwischen und holt nachher den Dreck mit raus. Und wenn man jetzt guckt, sieht man richtig, wie das da am Blubbern ist. Ne? Jetzt habe ich die ganzen Luftschlitze, die da drin waren, alle zusammengepresst. So, das mache ich jetzt, bis das Paket eine Länge von 15 cm hat. Dann wird es wieder in drei Teile geteilt. Dann haben wir 7x3, da sind wir dann bei 21 Lagen. Ja, wir können gerne mal gucken kommen.
Nur nicht mit den Finger anpacken. Aber man sieht jetzt hier, ne? Mal was Helles und mal was Dunkles. Ne? Wenn man genau hinguckt. Genau. Ne? Oder da, wo der Schnitt ist. Ne? Diese zwei dunklen Spuren. Ja. Ne? Ja. Die dunklen ist jetzt der Mangan. Ja. Und das Helle ist der Nickel. Ne? Jetzt nennt man Vorpacken. Das heißt, ich gehe jetzt mit dem Handhammer hin, weil ich da mehr Gefühl drin habe. Und presse die einzelnen Lagen. Wenn man jetzt hinguckt, kann man immer noch die Lagen erkennen. Ja, stimmt. Da ist man nicht dran packen. Ja. Ne? Man sieht immer noch die unterschiedlichen Farben. Yes. Jetzt haben wir bis 320 Feinheit von der Körnung gemacht. Jetzt gehe ich noch ans Blisten, das ist hier eine Fächerscheibe, um hier noch teilweise die Schleifspuren von dem Band wegzuholen. Ja, ist ein bisschen warm. Nur bei Dunkelheit kann ich die für die Härtung notwendige Farbtemperatur des Stahles sehen. Danach wird der Stahl in ein Ölbad eingetaucht und erreicht somit die gewünschte Härte. So. So, jetzt werden wir wohl Temperatur haben. So, wenn man jetzt hier, ich drehe das Glas mal ein klein bisschen. So, halt das mal da dran. Und dann sieht man, wie das jetzt dunkel wird. Ne? Stimmt. Hier ist wieder das Muster. Ja, da kommt ein Muster raus. Ne? Immer deutlicher. Was ist das da für eine Säure? Schwefelsäure. Und die Körner? Das ist... was schon so ein bisschen abgeätzt ist. Ne? Das wird ein Messer für draußen. Ne? Für einen Jäger oder sowas dann. Die haben immer einen großen, breiten Rücken. Ja. Hier kann man auch, wenn man genau hinguckt, die Lagen sehen. Ne? Oder muss man schon... So wurden die früher gemacht. Ein fertiges Messer mit Scheide, mit allem drum und dran an. Was ist das da für ein Griff? Mammutgriff? Nein, das ist Hirsch. Wenn Sie bei mir ein Messer kaufen, kriegen Sie das vom Schmieden der Klinge bis hin Griff, Scheide. Alles aus einer Hand. Bei den Küchenmessern mache ich generell ein Tropenholz drauf, weil die mit der Feuchtigkeit am besten parat kommen. Was man auch noch drauf machen kann, ist Kirsche. Ja, hier ist noch für die Kinder Luftballons und so und alles. Das hat die Maus gespendet. Ne? Hier so. Ich hab sowas schon. Ja, gut. Wer schon was hat, nicht nochmal nehmen. Aus wie Luftballons, ihr könnt da.